Ja, es ist Winter draußen hier in Deutschland, respektive bei mir hier in Bayern. Vor der Kamera steht heute auch ein richtig perfektes Winterauto, nämlich der VW Passat Alltrack. Leider kann ich euch aufgrund der Witterungsbedingungen dieses wunderschöne Grün Metallic hier nur unzureichend auf dem Kamerabild darreichen. Dennoch geht es heute ja nicht rein um die Farblackierung hier von unserem Passat Alltrack, sondern um das Fahrzeug an sich. Und was möchten wir heute hier machen? Wir nehmen den Passat Alltrack, schicken ihn auf die Verbrauchsfahrt, schauen, was er am Ende verbraucht hat, und ich gebe euch natürlich auch einen Gesamteindruck vom Fahrzeug über meine 14 Tage Testzeitraum. Was steht denn hier für einen VW Passat Alltrack? Der Alltrack ist ja für den einen oder anderen vielleicht bekannt, die auf Offroad-Look getrimmte Variante des VW Passat. Wir haben hier Plastikbeplankungen sowie einen Unterfahrschutz vorne. Wir haben hier auch schöne silberne Außenspiegelkappen, diverse Alltrack-Schriftzüge. Und unter der Motorhaube arbeitet der 2,0 Liter Vierzylinder Turbobenziner, den wir so auch schon die verschiedenen Derivaten kennen. Hier in der Ausbaustufe mit 272 PS und 350 Newtonmeter. Also in meinen Augen durchaus ein sehr potentes Triebwerk für diesen Allrounder, den wir hier vor der Kamera stehen haben. Jetzt würde ich sagen, ich fahre zum Tanken, dann fahre ich meine Runde, ihr begleitet mich und dann schauen wir, was bei rumkommt. Unsere Strecke besteht wie immer aus 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn mit VMAX 140 womöglich und 50% Überlandverkehr. Also, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, das jetzt tun, das Ganze gerne liken und teilen, vor allem aber auch kommentieren. Eure Meinung zum VW Passat Alltrack bzw. zu dem Video ist mir sehr wichtig. Also, jetzt viel Spaß bei diesem Video.
Ja, der Passat Alltrack hat es geschafft, ist angekommen am Ende hier von seiner Verbrauchsrunde. Und aus dem Grund schauen wir jetzt erst einmal, was er verbraucht hat. 7,1 Liter gibt Volkswagen im NFZ-Zyklus, also im alten Zyklus, an. Verbraucht hat er laut Bordcomputer 7,8 Liter und 7,4 Liter war die Nachtankung. Das ist ein guter Wert, wie ich finde, denn wenn wir mal kurz zum Mitbewerber schauen, zum Opel Insignia GSI, der hat 7,6 Liter auf unsere Verbrauchsrunde konsumiert. Also kann man sich jetzt einfach mal überlegen, wer ist denn jetzt wirklich der Sparsamere? Der Passat hier mit 270 PS oder der Insignia mit seinen 230 PS und 9-Gang Automatik bzw. 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe hier beim Passat. Ich finde ja, dass der Passat einfach das deutlich, ja, perfektere Auto in sich ist. Der Insignia spricht ja ein bisschen mehr den optischen Reiz an und auch vielleicht Käufer, die so ein bisschen noch auf den Geldbeutel achten, ohne aber die Technologie vermissen zu wollen und die Annehmlichkeiten vermissen zu wollen, denn das bietet alles auch der Passat. Der Passat bietet auch einen ergonomisch geformten Sitz, er bietet auch Massagefunktionen, er hat ebenfalls ein Head-Up-Display und er hat Apple CarPlay-Anwendung, er hat die modernsten Assistenzsysteme, er kann teilautonom fahren, sogar etwas besser als der Insignia, hat ein hervorragendes Licht mit dem IQ Light. Gegenüber dem Passat nimmt sich das allerdings beiden nichts. Platztechnisch, da kommt dann natürlich wieder der Insignia nicht an den Passat heran, denn das hier ist wirklich schon beeindruckend, was der Passat wegschluckt. Sowohl Platzverhältnisse im Fond als auch in den Kofferraum. Da könnt ihr Vertreter sein, da könnt ihr Hobby-Sportler sein mit größerem Equipment oder aber, wie ich, Familienvater, alles geht da hinten rein. Zudem geile Zuglast, 2,2 Tonnen, könnt ihr hier an die Anhängerkupplung nehmen. 90 Kilo hat er die Stützlast, das heißt, die Elektrofahrräder passen auch gut drauf. Ja, was gibt es denn dann wirklich zu kritisieren? Eigentlich nicht viel, außer dass das Design hier etwas bieder ist gegenüber dem Insignia. Denn der Insignia kommt ja schon deutlich bulliger und Ding her. Man kann natürlich das Airline-Paket hier drauf packen. Ich finde, das sieht aber nicht so harmonisch aus wie jetzt der Alltrack. Der gefällt mir echt gut vom Design. Die Beplankungen, finde ich, stehen ihm sehr gut. Auch richtig gut steht ihm hier dieses dunkelgrün Metallic. Aber daran sollten wir uns gar nicht gewöhnen, denn es gibt es gar nicht mehr im Konfigurator. Leider. Ab rund 51.000 Euro geht es los mit dem Passat Alltrack als 2.0 TSI. Genau den Motor würde ich euch auch ehrlich gesagt wärmstens ans Herz legen. Der 190 PS TDI, den finde ich einfach irgendwie ein bisschen zu schwach, muss ich zugeben. Der 240 PS Biturbo Diesel, der ist nicht schlecht, aber wird wahrscheinlich auch bald aus dem Programm fliegen, denn die neuesten Abgasnormen wird er dann wohl nicht mehr packen. Und somit bleibt es dann wieder beim TSI, der anscheinend gar nicht mal so verbrauchsintensiv ist, wenn man mal ehrlich ist. Aber, und das ist der größte Kritikpunkt, wenn ihr den Wagen so schick ausstattet, dann kostet er halt einfach mal 70.000 Euro. 70.000 Euro, boah, was eine Hausnummer, ehrlich. Aber ist das wert? Naja, das muss man dann, glaube ich, immer selbst für sich herausfinden, ob einem das Auto es wert ist. In meinen Augen, es ist halt einfach ein perfekter Allrounder. Er kann fast alles. Er kann sowohl sehr sportlich um die Ecke bewegt werden, er kann aber auch extrem komfortabel fahren und passt halt auch einfach, wie gesagt, schon alles hier in dieses Fahrzeug hinein. Somit sind 70.000 Euro für so einen Allrounder mit viel Komfort und Luxus vielleicht okay. Weiß ich nicht. Aber das dürft ihr mir jetzt alles unten in die Kommentarbox reinschreiben. Und vergesst bitte den Kanal nicht zu abonnieren und das Ganze zu liken, gerne auch zu teilen. Und dann sehen wir uns auch bald wieder zum nächsten Review hier bei Ubi Tested. Ich sage vielen Dank fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.